Mein Name ist Matthias Küenzli, ich komme von Müllrütti und wir sind hier in der Bergkäserei Müllrütti. Bei uns im schönen Toggenburg wird Milch von 14 verschiedenen Bauern angeliefert. Durch unsere Leidenschaft entsteht nachher ein super roter Tilsiter. Als Nebenprodukt vom Käse entsteht noch Molke. Die wird im eigenen Betrieb verfuttert, nämlich in unserem Sauerstall, der außen am Dorf liegt. Mich hat schon früh bewegt, Milchtechnologe zu lernen, als einziger Sohn, weil ich viel zu Hause mithelfen konnte, auch viel gesehen habe. Und somit ist früh klar geworden, dass ich Milchtechnologe lernen will. Nach der Lehre habe ich die RS gemacht als Motorfahrer, sprich, man konnte die Lastwagenprüfung dort machen. Somit habe ich gedacht, ja, ich dürfe noch etwas anderes sehen im Leben. Bin in den Lastwagen gefahren, aber habe dann gemerkt, dass ich eher der Käser bin. Und bin somit wieder zurückgekommen in den elterlichen Betrieb. Das traditionelle Käse ist mit der modernen Technik vereinbart bei uns. Wert darauf muss man sicher auch legen, dass man nicht anfängt zu jubeln, dass man alles mit der Ruhe nimmt, sonst nachher kommt es nicht gut. Mein Ansporn, um die Käserei zu übernehmen, ist in erster Linie den Familienbetrieb weiterzuführen, dass er im Besitz bleibt von der Familie Küenzli und dass da eventuell auch noch in eine dritte Generation übergehen könnte. Ein Potenzial von unserer Bergkäserei Müllrütti sehe ich, dass wir eine Bergkäserei sind, dass da regional ist, dass man die Leute kennt und somit einen Namen aufbauen kann. Unser Hauptprodukt ist der rote Tilsiter. Ich hoffe, der wird weiterhin geschätzt von unseren Konsumenten und weiterhin gekauft.